So, ach, da sind ja alle recht rechtzeitig hier. Ich meine, sie waren so viele Experimente zum Teil vertieft, dass ich da etwas Sorge hatte. Erstmal Entschuldigung für die Sache mit dem Aufzug. Ich meine, ich habe ihn nicht persönlich kaputt gemacht, aber es ist schon etwas nervig, dass wir jetzt alle aus der zweiten in die sechste Etage wieder runterlaufen müssen und dabei uns das schöne Treppenhaus angucken müssen. Also das, ja, ne, da steckt man nun mal nicht drin. Der hat halt morgen ja noch funktioniert. Ich glaube, alle durften ihn noch einmal benutzen und jetzt müssen wir ein bisschen Sport betreiben. Da die Frage ein paar Mal aufgekommen ist und ich das heute Morgen etwas ungeschickt erwähnt habe, als sich alle in Richtung des ersten Workshops gedrängt haben, nochmal quasi für alle, wir nehmen die Vorträge hier heute auf, also den von heute Morgen, den Einführungsvortrag, den jetzigen Vortrag zu den Smartphone-Sensoren und nachher noch den Vortrag zum Einsatz in der Lehre und dem Ausblick, was noch kommt und was wir jetzt neu gemacht haben. Die werden jetzt nicht unbedingt morgen direkt auf der Homepage erscheinen, aber in ein paar Wochen wahrscheinlich. Also wenn Sie nochmal in die Videos reingucken wollen, was wahrscheinlich für die hier persönlich waren, wahrscheinlich nicht so spannend ist. In ein paar Wochen wird es einen News-Eintrag geben, da sind dann diese Videos auch verlinkt, beziehungsweise auf unserem YouTube-Kanal landen die dann. Das andere, weswegen ich das erwähne, weil es mehrmals gefragt wurde, die Arbeitsblätter oben aus dem Workshop. Die werden wir dann auch als große ZIP-Datei mit lauter Word-Dokumenten anbieten, sodass Sie die auch bearbeiten können, wenn Sie es möchten. Wobei, wenn Sie da jetzt im Kopf haben, da Arbeitsblätter draus zu machen vielleicht, gerade die Lehrerinnen und Lehrer unter Ihnen, kann es sich auch lohnen, auf unsere Webseite mal zu schauen. Da haben wir bei vielen Experimenten auch Arbeitsblätter schon verlinkt von anderen Lehrkräften, die mit uns geteilt haben. Es sind noch nicht so viele, es ist auch nicht jedes gleich gut. Ne? Also da sind welche von wirklich traumhafte Arbeitsblätter, wo ich mich als Schüler darüber gefreut hätte, bis hin zu der Art von Arbeitsblättern, die das will ich nicht zu negativ formulieren, aber die halt im Rahmen von Abschlussarbeiten entstanden sind, von Leuten, die selbst noch nicht wirklich oft vor der Klasse gestanden haben, die entsprechend dann zu umfangreich sind. Das ist halt eigentlich das typische Merkmal. Ne? Aber schauen Sie ruhig auf unsere Webseite mal rein, da finden Sie vielleicht auch noch ein paar andere Materialien, die näher an dem sind, was Sie dann eventuell suchen. Okay, also hier in dem jetzigen Vortrag geht es darum, wie die Sensoren in den Smartphones überhaupt aussehen. Wir kriegen oft zu hören, dass Firefox natürlich irgendwie eine Blackbox ist und ganz nehmen werde ich Ihnen das nicht können. Also es gibt einige Stellen, wo, wenn ich dann gefragt werde, ich auch sagen muss, okay, keine Ahnung, wie der Hersteller das macht und keine Ahnung, was da noch an Software zwischen passiert. Also ein bisschen fliegen wir blind. In gewisser Weise macht man das natürlich auch, wenn man einen Multimeter irgendwo kauft. Also keiner vollzieht jetzt wirklich nach, wie dann letztendlich die Zahl zustande kommt. Es ist halt nur ein anderes Gerät, was mehr darauf ausgelegt ist, wo man auch den Spezifikationen, die man dazu hat, etwas mehr traut. Ich möchte jetzt halt mal wirklich durch alle Sensoren durchgehen und ein paar Kniffe erwähnen, ein paar Probleme, ein paar Stolpersteine, wie verfügbar die sind, weil das ist gerade, wenn man Richtung Bring Your Own Device geht, natürlich auch relevant, dass man erstmal weiß, kann man erwarten, dass die Schüler oder die Studierenden überhaupt diesen Sensor haben, weil dann muss man eventuell aufpassen, dass man niemanden benachteiligt. Ja, und wie kann man ein bisschen mehr darüber herausfinden, was für ein Sensor überhaupt da drin ist. Also, fangen wir erstmal mit einer Frage an, die ich eigentlich eben schon beantwortet habe. Erstmal etwas Spannendes: Welcher Sensor ist der schnellste? Frage ich jetzt nicht in die Runde, ich habe es eben schon erwähnt, aber das ist eigentlich der Aufhänger für die Tabelle, die dazu kommt. Schnellste Sensor, den wir haben, hatte ich eben mit dem Fallversuch demonstriert oder hätte ich demonstriert, wenn uns der Magnet nicht dazwischen gekommen wäre, dass das Ding nicht bis unten gefallen wäre. Der schnellste Sensor ist das Mikrofon, also schnell im Sinne von höchste Datenrate. Die anderen Sensoren, da müssen wir eigentlich immer mit rechnen, dass wir so 50 bis 100 Hertz meistens haben. Hier steht bei Beschleunigung 50 Hertz bis 500 Hertz. Die 500 Hertz finden Sie in der Regel bei Spitzenmodellen bestimmter Hersteller. Also konkret die Samsung-Flaggschiffe sind eigentlich die einzigen, wo ich 500 Hertz mal gesehen habe. Und privat benutze ich jetzt ein Pixel 3 von Google. Vorher hatte ich schon Nexus, das war bevor die Dinger Pixel hießen und teuer wurden. Die hatten auch verdammt schnelle Beschleunigungssensoren, aber bei den meisten anderen Handys habe ich das so bisher noch nicht gesehen. Ich kann auch jetzt nicht pauschal sagen, dass jetzt ein bestimmtes Handymodell für das eine oder für das andere besser wäre. Also ich habe gleich auch noch ein Beispiel, wo das Gyroskop letztendlich dann auf meinem privaten Handy nicht so prall ist und dafür das Gyroskop vom iPhone an der Stelle besser ist. Grob an den Finger kann man natürlich sagen, klar, die teuren haben tendenziell mehr Sensoren und tendenziell auch eher die schnelleren.
Aber es ist ein ziemlicher Wildwuchs und vor dem Kauf eines Smartphones findet man nicht immer unbedingt die Infos. Ja, also welche Sensoren drin sind vielleicht schon, aber was die können, eher nicht. Da planen wir auch, das kann ich mal vorwegnehmen, Richtung Ausblick, da steht es auch gar nicht drin, wir überlegen auch in einer späteren Version mal eine Funktion einzubauen, dass Sie einen Knopf drücken, VFox die Sensoren ausmisst und an uns übermittelt, dass wir mal eine Datenbank aufbauen können, welche Sensoren vorhanden sind. Aber noch haben wir diese Funktion nicht. Also ich glaube aber, dass wir dann dank unserer Nutzerzahl relativ zügig mal auch wirklich konkreter sagen können, was verfügbar ist. Aber bisher sind Sie da so ein bisschen erstmal auf sich allein gestellt und müssen gucken, was Sie haben. Dabei sollte man auf jeden Fall erwähnen, dass diese Datenrate, die wir da haben, nicht wirklich von VFox ausgewählt werden kann. Es gibt, also vielleicht sollte ich erstmal da einmal ausholen, VFox redet nicht direkt mit den Sensoren selbst. Also es gibt jetzt nicht irgendwie da einen Bus, wo die dranhängen und wir reden wirklich Low-Level direkt mit den Sensoren, sondern wir reden erstmal mit dem Betriebssystem, das gilt für Android und iOS. Da fragen wir an, wir hätten jetzt gerne die Daten vom Beschleunigungssensor. Das ist auch der angenehmere Fall. Ja, also unter iOS sind manche Sachen sehr abstrahiert. Da fragt man erstmal an, ich hätte gerne die Orientierung vom Gerät und da steckt dann irgendwo das drin versteckt. Tendenziell sagen wir jedenfalls dem System, okay, wir hätten gerne die Daten vom Beschleunigungssensor. Ich abonniere die jetzt. Also wir fragen nicht, wie ist die Beschleunigung jetzt, wie ist die Beschleunigung jetzt, wie ist die Beschleunigung jetzt, sondern wir sagen, okay, interessiert uns, schick uns mal, was du hast. Und da können wir nicht vorgeben, welche Rate die uns die schickt. Da kann man nur so, ja, wie soll ich es nennen, Hinweise geben, welche Rate für uns relevant wäre. Da kann man dann wählen zwischen UI, also Benutzerinterface, das sind dann so Raten von alle paar Sekunden kommt so ein Ding, also so, dass der User sich nicht nervt, wenn das Handy dreht und es dann ewig dauert, bis es kippt, aber dafür braucht man nicht 50 Daten pro Sekunde zu bekommen. Dann kann man zum Beispiel wählen Spiel, das sind dann so 25 bis 50 Hertz, ne, damit man eben beim Autorennen, beim Kippen vom Handy das Auto auch direkt steuern kann und die Option, die wir wählen, ist Fastest. Das heißt also, so schnell wie möglich sollen die Daten zu uns kommen, dann haben wir dem System immer noch nicht gesagt, welche Rate wir gern hätten. Und dann bekommen wir eben diese verschiedenen Raten, auf dem einen Gerät sind das 500 Hertz, auf dem nächsten Gerät sind das nur 50 Hertz. Bei manchen Sensoren, wie dem Luftdrucksensor, ist das dann schon mal nur 1 Hertz oder bei so Sachen wie dem Helligkeitssensor, den habe ich jetzt gar nicht hier aufgeführt, ist das meistens dann ein neuer Wert, wenn sich was geändert hat. Ne? Und das ist dann, ja, schwankt dann von, man kriegt minutenlang gar nichts bis hin zu alle 10 Hertz kommen die Daten dann rein. Man kann in VFox allerdings, wenn man ungefähr weiß, was man haben möchte und man nicht diese riesen Datenrate haben möchte, jetzt ist der Stream wieder weg, Sekunde. Ich habe ihn doch gerade eben getestet. Doch, da ist er, okay. Kann man einfach mal als einfache Alternative zum Editor, wenn man unterwegs mal eben sagen will, okay, ich will jetzt für 3 Stunden Daten aufnehmen, wenn Sie das mit 500 Hertz machen, ist wahrscheinlich irgendwann der Speicher vorbei und ich muss gestehen, dass VFox nicht besonders elegant darauf reagiert, wenn der Speicher vorbei ist, wenn der Speicher aufgebraucht ist. Dann können Sie einfach unten auf das Plus drücken, sagen neues einfaches Experiment und dann können Sie einzelne, auch mehrere Sensoren wählen, die Sie messen möchten. Ja, Luftfeuchtigkeit ist wahrscheinlich kein gutes Beispiel. Können eine Sensorrate eingeben, sagen wir mal 2 Hertz, richtig schön langsam. Ich nenne das Experiment mal Test. Und wenn wir jetzt auf OK drücken, haben wir ein neues Experiment. Und wenn ich das jetzt starte, sieht es jetzt durch den Videostream wahrscheinlich eh ruckelig aus, aber wenn Sie es in echt angucken, ist halt alle 2 Sekunden, 2 Mal pro Sekunde ungefähr kommt jetzt ein Datenwert rein. Und die anderen Datenwerte, also er hat vom System trotzdem so schnell wie möglich angefragt. Das heißt, es passen 400 Hertz Daten rein, ermittelt die und gibt nur alle, also mit einer Rate von 2 Hertz, die Daten wieder weiter in den Graphen. Problem an der Geschichte ist, da die Rate vom System nicht unbedingt zu dem passt, was Sie da eingeben, haben wir das als, ja, eigentlich als Limiter implementiert. Ja, das heißt, also versuchen wir mal ein paar grobe Zahlen uns einfach aus dem Kopf zu saugen. Sagen wir mal, das System würde mit 300 Hertz Daten reinkloppen und Sie kommen jetzt auf die Idee, ich will jetzt exakt, wird jetzt nicht gut auskommen, 70 Hertz als Daten haben wollen, dann schaffen wir es nicht systematisch, diese Daten zu Paketen zusammenzufassen, damit Sie wirklich exakt die 70 Hertz bekommen, weil eben die 300 nicht durch die 70 teilbar ist, glatt. Stimmt hoffentlich, ne? Ja. Und dadurch werden Sie feststellen, dass wenn Sie diese Funktion benutzen und die Daten nachher in Excel mal genau sich angucken oder in welcher anderer Software auch immer, dass die Datenrate nicht exakt die ist, die Sie eingegeben haben, sondern im Grunde haben Sie dadurch ein Intervall definiert, welches VFox abwartet, das abgelaufen ist, um dann die Daten, die in der Zeit reinkommen sind, zusammenzufassen und auszugeben. Das heißt, die Rate ist immer ein bisschen kleiner, als was Sie eingeben. Nur so schon mal als Erklärung, wie wir an die Daten kommen, nämlich eben über das System, über diese Abonnierfunktion.
Und warum wir es nicht schaffen, exakt die 37,85 Hertz zu erreichen, die Sie jetzt gerne von dem Handy hätten. Ja. Dann ist die nächste Frage, die da oft zukommt, oder meistens sogar die Frage, die vorher kommt, wie gut ist die Kalibration von so einem Sensor? Ja, das ist auch was, was wir mit dieser Datenbank irgendwann lösen wollen, was wir noch nicht haben. Wir haben aber bei uns in der Vorlesung mal, ähnlich wie diese Experimente, wo die Studierenden die Pendel bauen und das dann übermitteln sollten, haben wir ein ähnliches Experiment mal zur Statistik vom Beschleunigungssensor gemacht. Das heißt, eigentlich haben wir ein Experiment gemacht, wo es darum ging, dass die ein bisschen mit Statistik arbeiten. Das Handy soll flach auf dem Tisch liegen, die Beschleunigungsdaten auflesen und wir haben uns einfach mal die Standardabweichung und die Normalverteilung von dem Beschleunigungssensor angeguckt. War halt Thema der Vorlesung an der Stelle. Also die sollten einfach sehen, ihr Handy produziert auch sofort eine richtig schöne Gauss-Kurve, einfach indem man auf Start drückt und das Ding liegen lässt. Funktioniert wunderbar. Aber daraus haben wir dann von denen ein paar Daten übermitteln lassen, nämlich welchen Mittelwert bzw. welchen Fehler auf dem Mittelwert, also dann über die Standardabweichung berechnet, die bekommen würden und welchen Mittelwert sie überhaupt eben haben. Und das über verschiedene Zeiten, über die mitteln sollten. Und das gibt uns einige interessante Daten, nämlich was man sieht, natürlich erstmal statistisch verhalten, von einer Sekunde zu 15 Sekunden ist der Fehler auf dem Mittelwert immer kleiner geworden. Also der Fehler, also der statistische Fehler auf dem Mittelwert, ne? Der Teil, der halt nicht systematisch irgendwie abweicht, ist zu erwarten. Das ist einfach Mathematik, da macht man nichts dran, das sagt einem jetzt letztendlich nicht viel. Was spannend ist, ist die Verteilung auf der X-Achse, denn die Beschleunigung, die wir erwartet hätten, wäre irgendwo in der Größenordnung von 9,81 Meter pro Quadratsekunde natürlich. Und die Geräte, also jetzt, was für Sie nichts Besonderes ist, was für die Studierenden die Erkenntnis war, ne? Also länger mitteln sorgt nicht dafür, dass wir näher an die 9,81 Meter pro Quadratsekunde rankommen, sondern es ist einfach die Statistik, die wir eliminieren können damit. Die Geräte streuen insgesamt relativ gut um die 9,81 Meter pro Quadratsekunde, aber wenn man sich ein einzelnes Gerät anguckt, haben sie durchaus auch mal einen Kandidaten, der nur 9 Meter pro Quadratsekunde anzeigt oder auch Kandidaten, die fast an 11 Meter pro Quadratsekunde kommen. So viel dazu, ob dieser Sensor gut kalibriert ist. Also es streut wirklich von Gerät zu Gerät enorm. Das ist zwischen den verschiedenen Modellen natürlich unterschiedlich, aber es gibt auch es gibt auch durchaus innerhalb der selben Modellreihe Handys, die auch da mal nach oben oder unten abweichen. Und was dann oft als Frage auch kommt, ist, von wegen können wir es denn nicht einfach kalibrieren im Handy? Also ich lege mein Handy hin, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt gerade nicht auf dem Mond sind, 9,81 Meter pro Quadratsekunde, ich drücke auf Kalibrieren und wir sind glücklich und haben einen ordentlichen Wert. Ist nicht ganz so einfach. Das Problem ist nämlich, dass diese Abweichungen, die wir da sehen in diesem einfachen Graphen, sehr vielschichtig sein können. Also wir können Offset haben, das heißt also, bei null Beschleunigung würden wir trotzdem noch einen Meter pro Quadratsekunde in eine Richtung gehen und deswegen haben wir dann bei 9,81 Meter pro Quadratsekunde stattdessen 10,81 Meter pro Quadratsekunde. Es kann linearer Fehler sein, das heißt, wenn Sie das Handy hochstellen und der Sensor tatsächlich 0 Meter pro Quadratsekunde sieht, zeigt er 0 an, aber ist linear falsch und beim Hinlegen kommen wir auf die 10. Es kann sogar achsenabhängig sein. Also ich habe ein Gerät schon gehabt, das war mein früheres privates Gerät, da war der Sensor irgendwie schief eingebaut. Ich habe es nicht aufgemacht, um nachzugucken, aber der war grundsätzlich im falschen Winkel. Und es gibt sogar Geräte, wo dann halt eine Achse einfach generell was Kleines anzeigt als die anderen. Das heißt, es ist nicht so einfach, wie manch andere App suggeriert, dass man einmal auf Kalibrieren drückt und dann normiert man es auf 9,81 und ist glücklich. Das kaschiert in der Regel nur das Problem. So genial sind die Sensoren nicht grundsätzlich. Die einzige gute Nachricht ist, Sie können es relativ leicht überprüfen. Starten Sie die Messung auf Ihrem Gerät links flach hin. Sie sehen dann entlang der Z-Achse idealerweise 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Alles, was Sie da nicht sehen, ist dann natürlich eine Abweichung. Kippen Sie auf die Seite, möglichst genau 90 Grad, dann sehen Sie, ob der auf 0 geht. Sie sehen, ob die andere Achse das ist. Das heißt eigentlich, da wir für die Beschleunigung einen ganz guten Referenzwert haben, kann man durch ein bisschen Drehen herausfinden, wie furchtbar das eigene Gerät eigentlich in der Hinsicht ist. Aber generell, die Sache mit der Kalibrierung ist was sich jetzt natürlich durch alle Sensoren ein bisschen zieht. Man kann sich da nicht 100% drauf verlassen. Die Sensoren sind nicht dafür drin, damit wir damit Physikexperimente machen. Die sind dafür da drin, dass man erkennt, wann das Handy gekippt wird, dass man einen Kompass da drin hat. Und dafür müssen wir nicht unbedingt diese Genauigkeit haben. Und manche Hersteller nehmen es dann eben auch nicht so genau. Vielleicht noch ein Hinweis zur Kalibrierung, da ist auch nichts, was VFox machen muss. Wenn wir beim System Beschleunigungssensor anfragen, bekommen wir die Werte wirklich in Meter pro Quadratsekunde. Wenn wir beim System ein Magnetometer anfragen, bekommen wir die Werte direkt als in Mikrotesla, glaube ich, kommt es raus, auf jeden Fall in einer sinnvollen SI-Einheit. Das heißt, das ist halt wirklich Sache des Herstellers, dafür zu sorgen, dass die Daten von dem Sensor in einer vernünftigen Einheit rüberkommen.
So, jetzt gucken wir uns mal die einzelnen Sensoren an. Dann kann ich auch jeweils dann noch ein bisschen genauer was zu sagen. Beschleunigungssensor haben wir jetzt ja gerade grob gesehen. Und ich habe es im Grunde auch schon verraten, warum wir den haben. Der Beschleunigungssensor ist dafür drin, damit das Handy merkt, wenn ich es kippe und er den Bildschirm drehen kann. In neuen Versionen fragt er zum Glück nach einer Bestätigung. Wunderbares Feature, ja, dass das ständig hin und her dreht. Also nicht nur eine Version von VFox, das ist gerade ein Android-Feature gewesen. Das ist der Grund, warum wirklich jedes Handy den Sensor hat. Beim Beschleunigungssensor können Sie davon ausgehen, der ist im Handy vorhanden. Also mir ist noch kein Gerät begegnet, was diesen nicht hätte. Selbst ein ganz billiges Tablet, was dafür ausgelegt ist, dass man auf der Couch einfach nur mal eben kurz ein bisschen im Internet browsen kann, der Sensor ist eigentlich immer drin. Ich bin nicht sicher, ob der vorgeschrieben ist von Google, damit man halt da die Bedingungen von denen erfüllt, um halt wirklich so ein Android-Handy zu sein mit Google-Apps drauf. Aber er ist so konsequent vorhanden. Also ich habe es noch nicht anders gesehen. Das Schlimmste, glaube ich, was ich bisher gesehen habe, war ein Sensor, der nur ganz grobe Unterschiede erkennen konnte, eben damit er das Kippen erkennt. Da macht man auch nicht viel mit, aber im Grunde ist er eigentlich da. Wie der Sensor funktioniert, ist hier in der Animation grob vorgestellt. Das ist jetzt sehr schematisch. Also erstmal ganz grob von der Funktionsweise, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Masse, die an einer Feder hängt. Eigentlich hätte ich hier so eine Demonstration da. Also kein komplettes Gerät, aber dann nutzen wir mal das Ding als Aufhängung. Also stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwo an der Wand vom Gerät eine Feder befestigt und da ist eine Masse, das wäre jetzt meine Faust. Und was jetzt passiert ist, Sie beschleunigen das Gerät nach oben, dann wird die Masse ausgelenkt aufgrund ihrer Trägheit und diese Auslenkung wird gemessen. Was Sie in der Animation sehen, ist, wie es tatsächlich eher aussieht. Das ist ein sogenanntes MEMS dann, ein mikroelektromechanisches System. Größenordnung bei 100 Mikrometer sind die großen, ja. Das ist im Grunde als in eine Halbleiterstruktur reingeätzt und das Gelbe ist unterätzt, sodass es frei schwingen kann. Das heißt, das Gelbe, was Sie sehen, ist die Masse, also in der Analogie meine Faust. Die Klammern an der Seite, das Gelbe, wo es befestigt ist, dient als Feder und das Blaue und das Rote sind im Grunde nur Kontakte, wo dann über kapazitive, also wo über die Kapazität ausgelesen werden kann, weil es ausgelenkt ist. Das heißt, was Sie jetzt wissen müssen ist, wir haben eine Masse, die hängt an einer Feder. Die wird ausgelenkt, sobald ich das Gerät beschleunige. Horizontal ist erstmal einleuchtender, ich beschleunige das Gerät nach da, also das Ding ist die Wand. Das Ding wird ausgelenkt, wir können die Beschleunigung messen. Problem an der Sache ist jetzt, wir messen natürlich nicht nur Beschleunigung, im Grunde hat man es gerade auch schon gesehen. Wenn ich die Feder so rum aufhänge, sorgt natürlich die Erdbeschleunigung auch dafür, dass es ausgelenkt wird. Deswegen haben Sie eigentlich in dem Sensor, im Beschleunigungssensor, erstmal einen Sensor, den wir bezeichnen als Beschleunigung mit G, weil eben G mit drin hängt. Und das ist auch noch ein bisschen irritierend, weil G in eine andere Richtung zeigt, als Sie es von der Beschleunigung erwarten. Also wenn Sie jetzt überlegen, okay, wie mache ich mein Koordinatensystem? Okay, sagen wir mal, das hier wäre jetzt Richtung von meinem Display, dann nennen wir es Z-Achse. Z-Achse zeigt nach oben und ich beschleunige mein Handy nach oben, dann möchte ich eine positive Beschleunigung sehen. Ja, bei der Beschleunigung wird die Masse ausgelenkt. So, jetzt gucken wir uns die Erdbeschleunigung an. Handy hängt in derselben Richtung, Z-Achse zeigt nach oben. Erdbeschleunigung würde jetzt ja eigentlich, sollte jetzt einen negativen Wert auf der Z-Achse ausgeben, ne? Aber das ist halt dieselbe Auslenkungsrichtung. Das heißt, je nachdem, wie Sie sich das Koordinatensystem vorstellen oder wie Sie es verstehen und interpretieren wollen, dass überhaupt beide in derselben Messung in der Form auftreten, zeigen die auch noch in verschiedene Richtungen. Einfach aus dem Prinzip, dass die Erdbeschleunigung die Masse nach unten auslenkt und dass eine Beschleunigung nach oben aufgrund der Trägheit eine Auslenkung in dieselbe Richtung bedeutet. So, also so viel dazu ungefähr, was für ein Sensor da eigentlich drin steckt. Wir können aber froh sein, dass wir das Problem mit der Erdbeschleunigung da drin haben, denn das ist der Grund, warum dieser Sensor uns die Ausrichtung vom Display geben kann. Weil das ist der Sensor, der immer weiß, wo oben und unten ist, zumindest solange Sie das Gerät nicht zusätzlich beschleunigen, sondern wenn Sie es ruhig halten, kann der messen, okay, Erdbeschleunigung in die Richtung, Erdbeschleunigung in die Richtung und dadurch das Display drehen. Deswegen haben wir den überall drin. Jetzt haben Sie wahrscheinlich aber auch schon gesehen, dass wir einen, also wenn wir schon sagen, Beschleunigungssensor mit G, haben Sie vielleicht auch schon gesehen, dass wir einen Beschleunigungssensor ohne G haben. Nicht alle, bei manchen ist der ausgegraut. Das ist einfach nochmal eine Funktion vom System, wo die Erdbeschleunigung rausgerechnet wird. Und da muss ich auch direkt sagen, das ist nicht auf unserem Mist gewachsen, das wird direkt von Android und iOS auch als zusätzlicher virtueller Sensor mit angeboten. Das ist nichts anderes, als was wir da angeben. Problem ist, es ist nicht so trivial, wie man meint. Also wenn das Handy auf dem Tisch liegt, klar, gucken wir uns das Ding an, 9,1 Meter pro Quadratsekunde, die ziehen wir ab. Dann haben wir die restliche Beschleunigung. Das funktioniert, solange wir das Gerät so halten. In dem Moment, wo wir es verkippen, müssen wir schon nachvollziehen, in welche Richtung hat sich das Ding gedreht. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, zu versuchen zu unterscheiden, dass ich das Handy minimal kippe, das heißt, der Beschleunigungsvektor kippt nach da, oder aber, dass ich bei bestehender Erdbeschleunigung in die Richtung
eine Beschleunigung mache, die, ich überlege gerade, wie müsste das sein, so ist, sodass der in die Richtung die Beschleunigung etwas reduziert wird und in die Richtung der Beschleunigung hinzukommt, das erste Beispiel war richtig, ist nicht unterscheidbar. Das ist mathematisch, kommt dasselbe letztendlich als Beschleunigung an der Stelle raus. Das heißt, um einen Beschleunigungssensor ohne G ordentlich hinzukriegen, brauchen Sie einen zweiten Sensor, nämlich das Gyroskop, spreche ich gleich an. Aber deswegen an all die Leute, bei denen Beschleunigung ohne G ausgegraut ist, ich bin mir ziemlich sicher, bei Ihnen ist wahrscheinlich auch das Gyroskop ausgegraut. Ja, und das ist halt einfach, wenn das Handy kein Gyroskop hat, kann man das nicht ordentlich rausrechnen. Ist hier jemand, bei dem das nicht ausgegraut ist, aber das Gyroskop trotzdem ausgegraut ist? Ja? Oh, das ist spannend. Die Geräte würde ich mir gleich gerne mal angucken. Das habe ich nämlich schon ein paar Mal gesehen. Es gibt Geräte, die trotzdem Beschleunigung ohne G anbieten, obwohl kein Gyroskop da ist, was schwierig ist, ja, muss man nett auszudrücken. Was die machen in der Regel, ist, dass da einfach ein Tiefpass drauf ist. Das heißt also, wir mitteln einfach über die Zeit, welche Beschleunigung vorherrscht. Und man geht einfach davon aus, das, was im Mittel da ist, ist die Erdbeschleunigung. Der User hat jetzt keine großen Schwenken reingemacht, sondern einfach nur das langsam gedreht, dann wird das andere die Erdbeschleunigung schon sein. Und so ein kleiner Stoß ist eben die zusätzliche Beschleunigung. Das geht für manche Anwendungsfälle, für die meisten Physikexperimente trauen Sie Ihrem Handy da nicht. Das wird Ihnen da wahrscheinlich Quatsch erzählen, weil es eben nicht dazu in der Lage ist, wirklich die Erdbeschleunigung rauszurechnen. Nutzen Sie den Sensor mit G. Für die meisten Experimente tut der es auch. Ja, wenn ich gerade davon spreche, was man für Experimente machen kann. Ein Beispiel, also wenn man jetzt schon die Absolutmesswerte nicht so gut brauchen kann man auch eben Probleme hat mit und ohne G, was macht man jetzt überhaupt Tolles mit dem Sensor? Klassisches Beispiel, haben die meisten von Ihnen wahrscheinlich oben ausprobiert, ist ein Federpendel, weil da kann man eben diese Periodizität aufnehmen. Da ist die Kalibrierung dann auch nicht ganz so entscheidend, weil die Beschleunigung davon zu messen ist jetzt nicht entscheidend, sondern wir wollen halt den Sinus sehen und wie der zeitliche Verlauf der Beschleunigung ist. Und was anderes, wofür der toll ist, ist alles, was mit Vibrationen zu tun hat. Die war eben oben nicht eingestöpselt, deswegen weiß ich gar nicht, ob viele von Ihnen die oben ausprobiert haben. Das ist eine Festplatte, die ich mitgebracht habe. Steht defekt drauf. Ich glaube, die funktioniert auch wirklich nicht mehr im Sinne einer Festplatte, aber das Schöne ist, sie rotiert noch. Und wenn sie rotiert, sorgt das dafür, dass eine leichte Vibration da drin ist. Also spürt man auch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob man so sehr spüren sollte, aber gut. Und was ich jetzt in VFox mache, ich gehe mal direkt auf den Live-Bildschirm, der wieder mal nicht mehr funktioniert. So. Unter Werkzeuge findet man ein kleines Beispiel, das heißt Beschleunigungsspektrum. Wenn ich das antippe und auf die Festplatte lege und einfach mal starte, bekommen wir direkt einen Peak bei 120 Hertz. Und können Sie mir jetzt glauben oder gleich gucken kommen, der Hersteller hat draufgeschrieben, 7200 Umdrehungen pro Minute macht das Ding, das sind 120 Hertz. Warum funktioniert das? Naja, in den Rohdaten kann man wunderbar sehen, dass halt diese Vibration natürlich was Periodisches ist. Und was wir da drüber machen, ist einfach eine Fourier-Transformation. Das ist dasselbe wie bei einem Audiospektrum. Beim Audiospektrum denkt jeder dran, Töne kann man in Frequenzen zerlegen. Klar kann ich so ein Spektrum machen. Das können Sie mit Vibrationen auch. Und da hat man ein wunderbares Werkzeug, wo man wirklich im Alltag so manche Sachen messen kann. Ob jetzt ein Motor oder eine Waschmaschine ist immer ein schönes Beispiel. Also ein schönes Beispiel für Schüler, kein schönes Beispiel, um es in den Vortrag mitzubringen. Ja? Aber entsprechend kann man da relativ viel messen. Einziger Haken an der Sache, weswegen die Festplatte nicht für jedermann was ist, ist, dass 120 Hertz natürlich schon mehr sind als die 100 Hertz, die ich eben erwähnt habe, die die meisten Beschleunigungssensoren machen. Und hinzu kommt noch ein Fourier-Spektrum, also das ist jetzt Abtasttheorem und da ist es so, dass das Spektrum von 0 bis zur Hälfte der Abtastfrequenz geht, das ist dann die sogenannte Nyquist-Frequenz. Das heißt, Sie können jetzt von 0 bis 200 Hertz was sehen, weil mein Handy mit 400 Hertz Daten aufnimmt. Das heißt, die Festplatte ist für die meisten Sensoren bei Ihnen wahrscheinlich raus. Ändert nichts dran, legen Sie das Ding zu Hause mal auf die Waschmaschine und gucken Sie, ob der Schleudergang das gibt, was er verspricht. Oder legen Sie es mal aufs Armaturenbrett und spielen ein bisschen mit dem Motor rum. Also da kann man ganz nette Sachen eigentlich mitmachen. An der Stelle vielleicht auch schön zu zeigen, wir haben jetzt seit der neuesten Version, also wer schon länger mit VFox arbeitet, auch so einen Falschfarbenplot, wo der zeitliche Verlauf der Frequenz zu sehen ist. Wenn ich die Festplatte jetzt ausschalte, sieht man auch wunderbar, wie sie ausläuft. Ne? Also bloß, hat jetzt wenig mit dem Sensor zu tun, ist einfach, ich mache sie nochmal an. In dem Kontext einfach zu zeigen, sowas können wir jetzt auch. Fährt sie hoch? Ja, da kommt sie wieder. Bloß, dass man es mal gesehen hat. Okay, so viel zum Beschleunigungssensor. Gibt es da gerade Fragen? Nee, ich habe gerade wieder Sorge, dass ich jetzt so die Information rauskloppe und okay, gut. Dann, das nächste ist das Magnetometer. Und dazu, mal gucken, ob wir es hier im Hörsaal hinkriegen. Das hätte ich vielleicht vorher rausholen sollen.
Sie sitzen alle was weiter auseinander, als ich zu Hause mir überlegt habe, aber sehr verständlich, die ersten Reihen sind ja für den Nacken nicht besonders zuträglich hier. Ich versuche es mal durchzugeben. Ich habe hier eine Dose mit Nägeln drin. Wenn jeder mal einen Nagel nimmt und die Dose dann weitergibt, ich weiß nicht, ob bis zum Zeitpunkt, wo wir es brauchen, alle einen haben, aber dann können zumindest einige mitmachen. Ich erzähle erstmal was anderes, was nichts mit dem Nagel zu tun hat, aber dann läuft es schon mal rum. Erstmal die Frage, die ich dann durchaus schon mal da gehört habe, warum haben wir eigentlich ein Magnetometer in unserem Smartphone? Da weiß bestimmt jemand die Antwort hier, oder? Keiner? Das ist jetzt der Schutz in der Masse, ne? Also, ich denke mal, die meisten werden es trotzdem eigentlich wissen. Der Grund, warum wir Magnetometer im Smartphone haben, ist, dass der als Kompass dient. Ja, also GPS bringt uns die Position, aber GPS gibt uns keine Info darüber, in welche Richtung wir dabei gucken. Bei der Navigation im Auto funktioniert das, dann gibt GPS nicht die Richtung, die wir gucken an, sondern die Richtung, die wir uns bewegen. Einfach auf der Folge der Position, ne? Eine Messung da, eine Messung da, eine Messung da. Das Ding hängt starr am Armaturenbrett, also wissen wir, in welche Richtung wir zeigen, worum wir die Karte halten müssen. Wenn Sie aber zu Fuß unterwegs sind, Google Maps aufmachen oder welchen Kartenanbieter auch immer Sie bevorzugen, und irgendwo auf dem Marktplatz stehen und dann überlegen, hups, wo ist denn jetzt der Meckes, ne, und sich dabei hin und her drehen, dann brauchen Sie einen Kompass, um das Kartenbild mitzudrehen. Das ist die Hälfte der Zeit auch nicht schön funktioniert, werden wir gleich auch hören, warum. Aber dafür ist das Magnetometer drin und das ist einerseits eine gute als auch eine schlechte Nachricht, weil die gute Nachricht ist, das Magnetometer ist darauf ausgelegt, das Erdmagnetfeld zu messen. Das heißt, das ist verdammt empfindlich, das Teil. Schlechte Nachricht ist, es ist verdammt empfindlich, das Teil, und es hört auch relativ früh auf, wieder zu funktionieren. Es ist nicht so, dass Sie es schnell kaputt kriegen. Wir haben zwar diese Warnung in der App, wo dann drin steht, bitte nicht stark Magnetfeldern aussetzen. Ich habe es noch nicht versucht, bei uns im Institut in einen Kryostaten zu stecken und mal wirklich ein paar Tesla drauf zu geben. Aber im Alltag, auch mit so Neodym-Magneten, habe ich noch nichts kaputt bekommen. Seien Sie bitte trotzdem ein bisschen vorsichtig, ist nicht zu übertreiben. Der Punkt, wo das Problem ist, die sättigen in der Regel schon bei 2 Millitesla. Oder vielleicht mal einer mit 5 Millitesla, aber mehr kriegen Sie da gar nicht raus. Und entsprechend brauchen Sie gar nicht mit großen Magnetfeldern dran zu gehen, entsprechend können Sie aber auch nicht da mit großen Magnetfeldern dran gehen. Das heißt, der Klassiker, die erste Enttäuschung mit dem Magnetometer, die meisten Lehrer in der Schule erleben, ist, wir bauen uns mal einen kleinen Elektromagneten, wir nehmen uns eine Pringelsdose, stecken das Smartphone da rein, passt ja wunderbar, wickeln da ein paar Windungen drum, hängen das an Trafo, drehen auf und das Magnetometer zeigt einem nicht viel an, weil man schon längst drüber ist. Entsprechend, es ist eigentlich so schwach, das Magnetometer, dass man ja tatsächlich eher Richtung Oersted-Felder denken müsste, um da was zu messen. Lecker, habe ich das Beispiel eigentlich dabei? Nein, leider nicht. Ein Beispiel, was ich da gerne zeige, ist, das habe ich dann gestern liegen lassen, ist eine Taschenlampe, die ich sonst gerne dabei habe. Die legt man dann neben das Smartphone an die richtige Stelle, direkt am Sensor, schaltet es an und dann hat die so einen SOS-Warnblinkmodus und den sieht man genau im Magnetfeld, weil eben tatsächlich der Strom dadurch ausreicht, um den zu erfassen. So, jetzt habe ich gesagt, direkt neben den Sensor, das ist der Teil mit den Nägeln. Bis wo sind die schon gekommen? Ah, ich sehe da vorne, okay, dann haben wir ja fast alle. Jetzt würde ich Sie bitten, einmal in VFox das Experiment Magnetfeld aufzumachen. Wo haben wir es denn jetzt? Genau. Einfach hier oben auf Magnetfeld drücken, mein Stream ist wieder weg. Und dann einfach die Messung zu starten und dann mit dem Nagel, die sollten eigentlich alle mal magnetisiert worden sein, ich hoffe, da ist jetzt keine Niete zwischen, einmal langsam übers Display fahren, also nicht drauf rumkratzen, ne? Vorsichtig drüber fahren, vielleicht auch ohne zu berühren und da mal umherwandern, bis irgendwann so ein Ausschlag kommt. Dann haben Sie Ihr Magnetometer gefunden, dann können Sie vielleicht mal ein bisschen genauer gucken, wo es ist. Gebe ich Ihnen gerade eine Minute mal. Alle schieben andächtig auf ihrem Display rum. Okay, haben die meistens gefunden, so grob, wo es sein könnte? Dann frage ich jetzt mal in die Runde. Erstmal, gibt es irgendjemanden, bei dem das Magnetometer wirklich genau in der Mitte sitzt? Nee, habe ich auch nicht erwartet. Bei wem sitzt oben links in der Ecke? Mehrheit. Oben in der Mitte? Okay, sind das iPhones? Da sehe ich nicken, okay. Oben rechts in der Ecke? Ja, auch einzelne. Irgendwo anders, rechts an der Seite. Okay, bei mir ist nämlich auch rechts an der Seite. Hat mich gerade selbst überrascht, so oft habe ich es mit dem neuen Handy noch nicht gemacht. Links an der Seite. Irgendwo unten. Jetzt haben wir alles abgedeckt, ne? Jetzt durfte jeder mal mitmachen. Also bei den meisten Handys ist es irgendwo oben links, oben in der Mitte oder oben rechts.
Oben in der Mitte hat mich immer ein bisschen überrascht, einfach aufgrund dessen, dass der Lautsprecher da in der Regel sitzt. Aber auch da kann man mit arbeiten, wird gleich vielleicht auch etwas klarer. Der Grund ist der, dass dieses Magnetometer eben so empfindlich ist und darauf ausgelegt ist, das Erdmagnetfeld zu messen. Erdmagnetfeld sind in der Regel so 50 Mikrotesla. Und das Beispiel mit der Taschenlampe, was ich sagte, was man darin sehen kann, ist eine Taschenlampe, die hat eine 1 Watt LED vorne dran, die wird mit 3 Volt betrieben. Das heißt, wir haben so etwa 300 mA, 330 mA, die da durchfließen, die man da sehen kann. Und die kann man schon deutlich sehen. So, jetzt sind 330 mA aber jetzt nur wirklich keine Größenordnung, um einen Akku zu laden oder einen Akku zu entladen. Wenn Sie sich jetzt mal aktuelle Netzteile angucken oder ein Handy kaufen, dann wird dann beworben mit, ja weiß ich nicht, 2, 3 Ampere, mit denen man lädt, das ist schon der Standard. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar noch ein paar stärkere inzwischen gibt. Das bedeutet, wenn das Magnetometer in der Mitte sitzen würde oder irgendwo da sitzen würde, wo die Zuleitungen letztendlich zum Akku liegen und Sie stecken das Smartphone ein in Ladegerät, würde das Ding direkt erstmal in eine Richtung springen. Das wäre schon mal nicht schön. Könnte man vielleicht noch abschätzen, rauskalibrieren. Das Handy weiß ja, dass es geladen wird, aber in die andere Richtung passiert das auch. Also ich glaube, jeder von uns hat mal die Erfahrung gemacht, dass man so ein Handy fast so schnell entladen kann, wie man es laden kann, wenn man es drauf anlegt. Das heißt, Display voll aufdrehen, WLAN und Bluetooth noch an, GPS-Position, um irgendeine Position zu kriegen, alle Sensoren feuern, wir haben noch irgendeine 3D-Grafik, also zu Deutsch, wir spielen Pokémon Go, ja, und dann ist halt so ein Handy etwa so schnell leer, wie man es geladen hat. Das heißt, diese Ströme fließen auch aus dem Akku wieder raus und zwar relativ unkontrolliert. Abhängig davon, wie hell das Display gerade ist, abhängig davon, was auf dem Display zu sehen ist, falls ein OLED-Display haben, abhängig davon, ob die CPU gerade am Arbeiten ist oder gerade kurz in Standby gegangen ist, abhängig davon, ob das gute alte GSM gerade seine heftigen Bursts rausgibt, weil die alte GSM-Technik ist da ja auch noch relativ flexibel, was die Energienutzung angeht, und entsprechend haben Sie da keine Chance, das irgendwie wegzukalibrieren. Und deswegen ist der Sensor immer irgendwo am Rand, und wenn Sie jetzt überlegen, dass Sie mit irgendwelchen Dipolmagneten irgendwo hantieren, haben Sie eine Abstandsabhängigkeit von 1 durch R hoch 3, also für ein Dipol, und Sie sollten schon ziemlich genau wissen, wo Ihr Magnetometer ist, wenn Sie da wirklich absolute Messungen machen wollen. Hinzu kommt, dass Sie mit der Kalibration vom Gerät zu kämpfen haben werden. Das heißt, wenn Sie mal beim Einkaufen nicht aufpassen und Ihr Handy auf den dicken Magneten legen, mit dem die Kleidungssicherungen entfernt werden beim Bezahlen, werden Sie irgendwas im Gerät garantiert magnetisiert können. Also das ist irgendwas Ferromagnetisches wird drin sein und den Rest des Tages zeigt der Kompass in die falsche Richtung. Aber das Beruhigende ist, im Laufe des Tages irgendwann auf einmal macht es plopp und es funktioniert wieder. Und das haben wir dem zu verdanken, dass das Gerät sich versucht neu zu kalibrieren. Das kann uns aber auch in der Messung richtig schön auf den Keks gehen. Ich gucke gerade mal, ob ich hier jetzt den Stream wieder hinkriege. Das ist ein bisschen nervig mit dem Stream. Oh, wunderbar, vielleicht kann ich es vorführen. Ja, also man sieht bei mir gerade, dass ich nur 24 Mikrotesla habe. Aber in alle Richtungen, die ich drehe. Nee, okay, vielleicht ist hier irgendwas abgeschirmt, ich weiß es nicht. Ist hier gerade jemand im Publikum, der beim Absolutbetrag seines Magnetometers irgendwas Dreistelliges gerade sieht? Ja, auch wenn Sie das Handy kurz hochheben, dass es jetzt nicht gerade auf irgendeinem Metallding liegt. Okay, dann einmal bitte während der Messung das Handy um alle Achsen drehen. Also die Messung starten, laufen lassen, einmal um alle Achsen drehen. Vielleicht haben wir direkt den Effekt und ein Zeugen, dass das so passiert. Gibt es einen Sprung oder passiert nichts? Ich sehe es, mehrere probieren es. Irgendjemand, bei dem ein Sprung auftritt? Ach, schade, manchmal haben wir einen Pupp. Bitte? Ja? Also was man manchmal sieht, also was ich dann oft bei Workshops habe, wir haben jetzt hier nicht so viel Zeit, in aller Ruhe bei allen drauf zu gucken, aber was ich in Workshops dann oft sehe, ist dann, dass die Leute halt sagen, oh, ich habe hier 300 Mikrotesla, was ist das denn? Dann dreht man das ein paar Mal während der Messung, falls Sie mal eine Kompass-App ausprobiert haben. Die Kompass-Apps empfehlen einem alle, bitte das Handy ein paar Mal drehen. Dann nutzt das die Daten, die es bekommen hat, um zu sagen, okay, eigentlich soll das Erdmagnetfeld messen und ich springe jetzt zurück auf 50 Mikrotesla und dann bekommt man einen Knick in der Messung, das Ding auf 50 Mikrotesla. Im Sinne des Kompass sind Sie wieder glücklich, aber im Sinne Ihrer Messung vielleicht gar nicht mal so sehr. Das kann sogar so weit gehen, dass manche iPhone-Modelle grundsätzlich, sobald sie über 100 Mikrotesla hinausgehen, anfangen nachzukalibrieren und Sie drehen Ihre Pringles-Dosenmagneten auf und kommen über 100 Mikrotesla hinaus. Da ein Hinweis, bei vielen Geräten kann man bei uns oben rechts in der Ecke diesen Haken kalibriertes Magnetometer nutzen, ausschalten, beim iPhone heißt es zum Rohdatenmagnetometer wechseln, dann bekommen Sie die Rohdaten vom System, dann haben Sie aber auch je nach Handy, also ich weiß bei dem iPhone hier drüben haben Sie einen 600 Mikrotesla da liegen, dann müssen Sie per Hand abziehen, aber dann haben Sie die Kontrolle drüber. Also nur so viel dazu, generell Magnetometer ist ein Sensor,
der nicht schön ist, um Absolutwerte zu messen. Also wirklich nicht schön. Da muss man sich richtig Mühe geben, aufpassen. Das Erdmagnetfeld ist im Hintergrund, man darf nicht zu weit hochgehen, die Kalibration muss man beachten. Aber er ist eigentlich ganz schön, um Sachen zu markieren. Wir haben ein Beispiel, das haben wir heute leider nicht aufgebaut, wo wir eine Modelleisenbahn haben, mehrere Magnete am Rand und das Smartphone erkennt, wann es ein Magnet passiert, um dadurch die Entfernung und Geschwindigkeit festzustellen. Kleineres Beispiel, inzwischen total veraltet, aber die meisten erinnern sich immer noch an diese komischen Dinger hier. Es war ja irgendwann mal in bei den Schülern, diese Fidget Spinner zu haben und die hatten dann auch ziemlich Interesse daran herauszufinden, wie schnell die Dinger sind. Ein Trick, um das herauszufinden, ist es zu magnetisieren. Und jetzt benutze ich denselben Trick, den ich gerade bei der Festplatte benutzt habe. Wo ist denn jetzt wieder mein... Das sieht man, wenn ich wechseln muss, das schon mal wieder starten. Haben wir hier das Magnetfeldspektrum. Genau das ist im Prinzip wie das Beschleunigungsspektrum. Also einfach, wenn es periodisch ist, kriegen wir es in der Fourier-Transformation zu sehen. Und mein Magnetometer ist ja hier drüben. Ich starte die Messung. Einer dieser Arme, den haben wir irgendwann mal magnetisiert. Und wenn ich jetzt starte, sieht man halt gut Vielfache. Es ist nicht mehr schön periodisch. Ne? Also wenn ich jetzt die Rohdaten anzeige, da können wir jetzt reinzoomen, aber man sieht es ja eigentlich schon, ist kein schöner Sinus. Deswegen bekommt man im Fourier-Spektrum nicht einfach nur eine Frequenz. Aber man kann halt auch hier wieder schön sehen, wie das Ding langsamer wird. Für die Leute, die richtig abnörden möchten, den Teil, den Sie hier sehen, das ist ein Alias-Effekt von höheren Frequenzen, von höheren Harmonischen. Nur mal in den Raum gestellt, also wer darüber nachdenken möchte, sehr faszinierender Effekt. Wird hier nur zu weit führen. Also diese Linie, die Sie jetzt sehen, die nach oben rechts geht, das sind Frequenzen, die höher sind und in der Fourier-Transformation aufgrund der Abtastrate nach links wieder projiziert werden. Jetzt an der Wand sieht es aus, als würde es reflektiert und wieder runtergehen. Ich schweife aber gerade ab und die Zeit geht mir aus, also das ist halt eine super Variante, wofür man das Magnetometer nutzen kann, Vorgänge zu markieren, Zeiten zu messen und ja, entsprechend auch periodische Sachen zu messen. Ich meine, jeder Elektromotor bietet von sich aus das Magnetfeld, da muss man schon eher aufpassen, dass es nicht zu schnell ist. Und noch ein Beispiel für diejenigen, die mit der Bahn angereist sind, schmeißen das Magnetfeldspektrum mal in der Bahn an, während sie fahren und sie werden, wenn sie an einer guten Stelle sitzen, also die meisten Stellen, wenn sie nicht gerade an einer blöden Stelle sitzen, werden sie wahrscheinlich die 16,6 Hertz des Bahnnetzes sehen. Das läuft nicht auf 50 Hertz, 50 Hertz ist für die meisten Sensoren zu schnell, aber die 16,6 Hertz der Bahn, die werden Sie relativ sicher in dem Spektrum sehen können. Okay, so, jetzt, oh, ich bin ein bisschen hinterher. Okay, also, nächster Punkt, Gyroskop, hatten Sie schon gesehen. Funktionsweise will ich jetzt gerade nicht erklären. Erstens, die Animation ist nicht sehr schön und es ist etwas komplizierter. Nur einmal als Stichpunkt, es basiert auf der Corioliskraft von einem kleinen Bauteil, was man in Schwingung versetzt. Wenn Sie das wissen wollen, Tipp, geben Sie auf YouTube MEMS, also MEMS für mikroelektromechanisches System und Gyroskop ein. Da finden Sie eine schöne Animation von Bosch. Die ist sehr kurz, machen Sie auf Pause, denken Sie mit, ist ein faszinierendes Bauteil letztendlich. Aber wie man es einsetzen kann, möchte ich da kurz erzählen. Also nee, eine Sache, die erstmal zu erwähnen ist, Gyroskop ist vielleicht kein guter Begriff. Ein Gyroskop ist für mich zumindest, was ich damit assoziiere, ein Kreisel, der aufgrund der Drehimpulserhaltung eine Achse festhält. Und im Grunde, was wir messen können, ist ein Winkel, der davon abweicht, wenn wir anfangen, drumherum was zu drehen. Das trifft es nicht ganz. Gyroskop beschreibt beim Handy eher, wofür es eingesetzt wird, um eben diese Drehung vom Smartphone aufzufangen oder nachvollziehen zu können. Was die direkte Messgröße ist, also beziehungsweise was proportional zu der Corioliskraft ist, wie gerade erwähnt, ist die Drehrate, also die Winkelgeschwindigkeit, die wir da haben. Deswegen eigentlich ist das eher ein Drehratensensor, muss man ein bisschen aufpassen. Und wir bekommen direkt vom System die Werte in Radiant pro Sekunde. Und das haben Sie eben schon gesehen, als ich in, also zumindest die, die nicht oben im Workshop waren, als ich das mit der Salatschleuder vorgeführt habe. Der einzige Grund, warum ich es nochmal vorführen möchte, ist, dass ich eben an einer bestimmten Stelle aufgehört habe, ohne Ihnen das zu verraten, dass ich an einer bestimmten Stelle aufgehört habe. Funktioniert es noch? Da sind noch die Daten von heute Morgen drin. Die lösche ich jetzt mal. Ob wir die eigentlich auch drin lassen können. Naja, kurbeln wir nochmal. Ich stecke es wieder hier rein, schmeiße die Messung an und fange an zu kurbeln. So, jetzt bekommen wir wieder erstmal unseren schönen quadratischen Zusammenhang. Ich mache kurz noch ein paar Datenpunkte unten. Einfach um dem Auge zu helfen, dass man wirklich sehen kann, wie diese Kurve verläuft. Gehen wir wieder ein bisschen hoch. Also ich kann es auch größer machen. Ne? Ups, einmal hier drauf. Kann man oben gut erkennen, oder? Das ist prima, der Beamer. Jetzt gehe ich noch ein bisschen höher. Und ungefähr hier habe ich heute Morgen aufgehört. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen schneller werde, bekommen wir einen Knick. So, und das ist jetzt natürlich nichts Physikalisches. Ich habe heute Morgen bewusst an der Stelle aufgehört. Und das ist ein Problem, was Sie, wenn Sie es selbst ausprobieren, wahrscheinlich relativ schnell zu sehen bekommen. Was hier passiert ist, ist, dass der Beschleunigungssensor ausgesetzt hat. Also aus irgendeinem Grund, hier habe ich jetzt ein iPhone 6S reingeschmissen, hat sich Apple gedacht, mehr als 8G brauchen wir nicht zu messen.
keine Ahnung warum, ja. Und entsprechend gehen die Beschleunigungswerte nicht mehr weiter hoch oder höchstens noch irgendein Sättigungseffekt und die Gyroskopdaten wandern noch weiter nach rechts. Ich gucke mal, ob ich so schnell werden kann, dass das Gyroskop auch aussetzt. Ja, da sieht man jetzt noch einen Knick nach oben. Ups. Jetzt sind beide Sensoren gesättigt. Also man sieht natürlich noch so einen Sättigungseffekt, dass noch ein bisschen hochgetrieben wird. Hier drüben hat jetzt das Gyroskop ausgesetzt, geht es nicht mehr weiter. Das heißt, da bekommt man einen Knick in die andere Richtung. Bei den meisten Smartphones von Ihnen, die nicht ein iPhone sind, werden Sie wahrscheinlich als erstes einen Knick nach oben sehen, weil das Gyroskop als erstes aussetzt. Also das wäre auf jeden Fall, was passieren würde, wenn ich mein privates Smartphone benutzt hätte. Dann hätte er etwa bei 15 oder 20 Rad pro Sekunde ausgesetzt. Wenn Sie jetzt hier so reinzoomen würden, die Messung ist immer noch wunderschön. Sie brauchen gar nicht bis, was haben wir da, 35 Rad Radiant pro Sekunde hochzugehen. Nur, Sie sollten wissen, wo die Grenze ist. Entweder, damit Sie bei der Demonstration rechtzeitig aufhören, kann man es als Schummeln bezeichnen und einfach den Messbereich seines Messgeräts kennen. Ja, ich meine, einen Multimeter drehen Sie auch nicht auf, bis die Sicherung schmilzt. Oder aber Sie nutzen das als Aufhänger, um zu diskutieren, dass man halt einem Messgerät nicht blind vertrauen darf, sondern dass es da halt mal eben auch Grenzen gibt. Ja. Aber das wollte ich auf jeden Fall gezeigt haben, weil da stolpert man schnell drüber, vor allem wenn so ein Sensor wirklich relativ früh endet. Und gerade das Gyroskop sättigen Sie sehr schnell, wenn Sie eine Salatschleuder haben mit einem kleineren Radius, weil Sie dann noch schneller kurbeln müssen, um dieselbe Beschleunigung zu kriegen. Also ein Tipp, wenn das ein Problem ist, versuchen Sie irgendeinen Aufbau zu finden mit einem großen Radius, weil dann brauchen Sie das Gyroskop nicht so groß anzukurbeln. Okay, so. Gyroskop und Magnetometer, habe ich bei beiden jetzt gerade noch nicht erwähnt, sind relativ verbreitet. Also hier wird es Leute geben, die sie nicht haben. Aber das Gyroskop wird heutzutage für einen Euro mehr direkt mit dem Beschleunigungssensor zusammen als einen Chip geliefert. Dann nennt sich das Ding IMU, Inertia Measurement Unit. Und entsprechend ist es fast überall vorhanden, zumal immer mehr Kunden, also da denke ich jetzt wieder an die jüngere Generation, merken, dass das Gyroskop nicht vorhanden ist, weil es für manche Spiele und Augmented Reality-Anwendungen halt notwendig ist, damit man wirklich die Bewegungen vom Smartphone nachvollziehen kann. Daher sparen die sich meistens den Euro nicht mehr. Magnetometer, habe ich den Eindruck, ist eher inzwischen das, was schon mal rausfällt. Ich vermute, weil es vom Design extra an den Rand platziert werden muss und nicht einfach irgendwo platziert werden kann. Aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. So, aufgrund der Zeit, jetzt noch zügig die anderen. Die anderen hätte ich aber eh kürzer abgehandelt. Und zwar haben wir den Helligkeitssensor. Der ist eigentlich in den meisten Geräten vorhanden. Der steuert die Helligkeit vom Display. In iPhones ist er auch vorhanden, aber es gibt von Apple keine Schnittstelle, darauf zuzugreifen. Das heißt, wir können ihn einfach nicht auslesen. Genauigkeit ist sehr geräteabhängig, hatte ich schon mal erwähnt, dass die, also am Anfang hatte ich es erwähnt, dass die meisten nur ein Update liefern, wenn es eine signifikante Änderung gibt. Sie haben Geräte, die können dann drei Helligkeitsstufen, weil sie eben das Display nur steuern wollen, da können sie gar nichts mitmachen. Es gibt Geräte, bei denen man wirklich einen richtig schönen zeitlichen Verlauf von einer Helligkeitsänderung nutzen kann und das Ding auch als Lichtschranke nutzen könnte, aber es kommt sehr aufs Gerät an. Und wir bekommen vom System die Werte direkt in Lux, was auch die korrekte Einheit dafür ist. Die Sache ist halt einfach die, wie sehr man der Sache vertrauen kann. Wenn Sie kein Messgerät haben, will ich da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Nächster Sensor, sehr spannend, haben Sie im Vortrag heute Morgen schon im Video gesehen, ist der Drucksensor. Der misst den Luftdruck. Ich gucke gerade mal eben, dass ich schnell das Beispiel auf dem Handy angezeigt bekomme. Ich sage gleich auch, warum ich das Handy lieber dafür nehme. Gehen wir wieder auf den Fernzugriff. So, also hier haben wir unseren Luftdruck. Das macht leider nur ein Update einen Wert pro Sekunde. Da sind manche Android-Geräte schneller, aber reicht für unsere Zwecke. Also jetzt haben wir ein bisschen rauschenden Luftdruck. Was ich jetzt mache ist, ich halte das Handy hoch und der Luftdruck sinkt. Deutlich, ja, ist jetzt nicht ein bisschen Rauschen nur. Ich lege das Handy auf den Boden und der Luftdruck steigt. Das heißt, diese kleine Änderung, also Größenordnung von so 30 cm, können Sie wirklich als Luftdruckänderung wahrnehmen. Also müssen Sie sich mal vorstellen, die Luftdruckänderung über 30 cm. Jemand eine Idee, warum wir so einen Sensor im Handy haben? Das ist die schwierigere Frage, eben habe ich auch schon keine Antwort gekriegt. Ne? Es ist eigentlich als Unterstützung vom GPS gedacht. Also man bekommt manchmal als Antwort von wegen Wettervorhersage, aber das macht nicht viel Sinn. Sie haben in der Regel eine Netzwerkverbindung zu den Profis, die ganze Wetternetze haben. Da ist der Luftdruck bei Ihnen in der Hosentasche jetzt nicht so relevant.
Das Spannende ist eigentlich eher, dass für Indoor-Navigation Sie eine Unterstützung brauchen, weil GPS funktioniert drinnen einfach nicht mehr. Auch die Höheninformation ist eh relativ ungenau. Und bei Indoor-Navigation haben Sie dann oft noch Mobilfunkpositionen. Das heißt, Sie stehen da und was Sie dann sehen, ist halt ja Genauigkeit von 40 Metern. Und jetzt wollen Sie wissen, wo ist denn jetzt der Meckes? Und das Gold der M sehen Sie in 40 Metern vielleicht noch. Oder 20 Meter ist ja auch schon dann, ne, ein gutes Beispiel. Wenn es aber 20 Meter höher oder tiefer ist, sind Sie in anderen Etagen, das bringt Ihnen gar nichts. Entsprechend kann man den Luftdruck nutzen, um halt wirklich diese Korrektur zu machen. Anderes Beispiel, was mir einer gesagt hat, was auch sehr plausibel ist, dass wohl in Japan gängig ist, dass Autobahnen auf mehreren Ebenen laufen und nicht auf jeder Ebene dieselbe Ausfahrt vorhanden ist. Und dann ist es schon sehr hilfreich, wenn Google einem sagt, jetzt rausfahren, wenn da auch wirklich eine Ausfahrt ist an der Stelle. Ja? Also da kommt das so ungefähr her. Wie sehr es wirklich ein Einsatz ist, ich vermute, dass viel davon unter der Haube bei der Korrektur von GPS mitgenutzt wird. Für uns ist der toll, weil der Sensor halt unheimlich genau ist. Man kann tolle Experimente machen. Das Aufzug-Experiment heute Morgen habe ich gesagt. Wir haben ein paar schöne Spielereien zum hydrostatischen Druck oder eben auch zur barometrischen Höhenformel. Da kann man echt tolle Sachen mitmachen. Einziges Problem ist, der Sensor ist eigentlich nur in den teuren Smartphones vorhanden. Ja, also Faustregel, die ich immer nenne, ist, die iPhones haben den alle, außer das iPhone SE. Das war das eine, was mal günstig war. Und wenn ein Android-Gerät einen Luftdrucksensor haben soll, schätzen Sie mal, dass Sie etwa ein Android-Gerät kaufen müssen, was etwa die Hälfte von einem iPhone kostet. Ja, also ab da kommen die vor. Es gibt vielleicht ein, zwei Ausnahmen, aber in der Regel ist das so die Faustregel. Mikrofon habe ich eben schon ein paar Mal erwähnt. Schnellste, tollste Sensor, den wir haben. Dann möchte ich noch kurz einmal GPS ansprechen. GPS ist auch was, was sehr verfügbar ist. Das ist natürlich nichts für im Klassenraum. Es ist... auf manchen Modellen bekommt man dann eigentlich nur Daten, also der eine Satz ist alt, die anderen habe ich gar nicht gesehen, als ich die Folie ergänzt hatte. Emuliert heißt, dann kommen die Daten aus Netzwerkstandorten. Ja, also es gibt Geräte, wo man gar nicht merkt, dass man kein GPS hat. Also man merkt es schon in der Nutzung, aber das Gerät sagt einem das nicht direkt. Und die Netzwerkstandorte haben keine Höheninformationen und die sind eben sehr ungenau. Und ein Problem, was wir da haben, ist, dass... wenn man die Daten dazwischen hat, und das machen alle Smartphones, also nicht nur die, die kein richtiges GPS haben, sondern auch die Smartphones, die ein GPS haben, nutzen Netzwerkdaten, um viel schnellere Positionen bekommen zu können. Und wenn Sie dann die Messung durchlaufen lassen, und das hat heute Morgen, habe ich noch direkt ein Beispiel per Twitter bekommen, das mich sehr gefreut hat, nämlich von jemandem, der hier auf dem Weg hin war, hat in der Bahn halt GPS mitlaufen lassen und in der Messung sieht man immer so kleine Spitzen. Und das sind, bin ich mir relativ sicher, einzelne Messwerte gewesen, die aus Netzwerkdaten kamen, die dann dazwischen geklatscht werden, wo dann keine Geschwindigkeit und keine Höhe, keine Höheninformation drin ist. Dazu möchte ich einmal kurz erwähnen, dass man das auch ändern kann, rausfiltern kann. Jetzt läuft wieder der Stream noch mit alten Werten weiter. Es hilft, wenn ich ihn jedes Mal kommentiere, den Stream. Ne? Wenn Sie das GPS-Experiment aufmachen, und einfach starten, dann haben Sie die Netzwerkdaten mit dazwischen. Also Sie bekommen eigentlich direkt irgendeine Position. Sie sehen schon, ich sehe noch keinen Graphen, weil wir keinen zweiten Punkt haben und eine Skalierung ist schon da. Wahrscheinlich habe ich keinen Empfang. Wenn Sie oben ins Menü gehen, gibt es dann einen Eintrag, nur Satellitenposition. Und wenn Sie wirklich eine vernünftige Messung draußen machen wollen, machen Sie den Haken an, dann haben Sie die Netzwerksachen zwischen. Problem ist, beim iPhone geht das nicht. Apple hat keine Schnittstelle, um direkt auf GPS zuzugreifen. Von Apple bekommt man nur die komplett zusammengemanschte Position. Von daher, da geht es nicht. Und bei Android hatten wir es ursprünglich, dass standardmäßig der Haken gesetzt war. Und dann haben sich die Leute aufgeregt, die das nicht nachvollziehen konnten, die irgendwo drin im Keller saßen, keinen GPS-Empfang hatten, gesagt haben, Google Maps zeigt mir doch eine Position an, nämlich aus dem Netzwerk. Und sich dann beschwert haben, dass bei uns keine Positionen kommen. Deswegen haben wir es jetzt umgekehrt, dass die Wissenden diesen Haken setzen, hoffentlich. Und die Unwissenden uns nicht schlecht bewerten. Ja, so ist es da leider. Genau. Ein Punkt, den ich hier noch geschrieben habe, aber wir sind jetzt schon drüber. Wen die Höhe interessiert, sollte einmal was nachlesen, was es mit dem Geoiden und dem WGS-84-Ellipsoiden auf sich hat. Das ist der Unterschied zwischen, wir haben einen Ellipsoiden, der die Höhe definiert, über die wir die Höhe bekommen, oder das, was man als normal Null- oder Meeresspiegel meist bezeichnet. Ist nicht alles ganz synonym, aber wir versuchen es zu korrigieren auf wirklich das, was man als Meeresspiegel kennt, weil das der Wert ist, den die meisten haben. Da gibt es ein paar Kniffe, die wir machen müssen bei der Kommunikation mit dem GPS-Ding. Es funktioniert vielleicht nicht auf jedem Handy und vor allem, wenn Sie es mit anderen GPS-Apps vergleichen und eine Abweichung sehen, kann es daran liegen, dass die anderen die Höhe über den Geoiden angeben. Nur einmal als Stichwort, wer das genau wissen muss. So, und jetzt muss ich mal schnell zum Ende kommen. Einziger Punkt noch, wenn Sie mehr wissen wollen, was für Sensoren Sie genau in Ihrem Handy haben, klicken Sie im Hauptmenü oben auf das i, auf Geräteinfo, und dann können Sie runterscrollen, dann sehen Sie so Details wie, also
sorry wieder, das ist nur Android. Bei iOS gibt es da auch keine Schnittstelle für, aber bei iOS gibt es pro Jahr nur 2 Geräte. Suchen Sie im Internet, irgendjemand hat Ihr Gerät auseinandergenommen und genau hingeschrieben, was für Sensoren drin sind. Für die Android-Leute, die halt den ganzen Dschungel haben, kann man hier zum Beispiel nachgucken, was haben wir hier. Und mein Barometer zum Beispiel ist ein Bosch BMP 380, achso, jetzt bin ich verrutscht, ein Bosch BMP 380, Barometer und Temperatur ist im selben Sensor offenbar. Bei vielen Geräten kann man nach den Bezeichnungen gucken und Datenblätter finden. Dann findet man wirklich relativ gute Infos zu den Sensoren. Einziges Problem ist, wir wissen immer noch nicht, wie die angesteuert werden. Wie gesagt, VFox redet nicht mit denen. Viele Sensoren haben verschiedene Messmodi und Reichweiten sozusagen. Also einen Beschleunigungssensor können sie betreiben von einem Bereich von 2G oder 10G. Dann haben die verschiedene Auflösungen und verschiedene Charakteristika, was das Rauschen angeht. Und ob ihr Hersteller nochmal an den Daten filtert und noch irgendwelches Rauschen entfernt, wissen sie auch nicht. Aber zumindest haben sie einen Ansatzpunkt, um mal ungefähr zu wissen, was da drin steckt. So, und jetzt habe ich genug überzogen und jetzt dürfen Sie erstmal was essen.